Nein, 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 nein. Hallo? So. Und das Glas drumherum. Und der ist jetzt richtig ausgerichtet, das ist ja also. Jetzt habe ich ein Maschinen vor ihm. Jetzt muss ich noch ein Redstone, ein Gold. Hab ich ein Gold? Ich hab ein bisschen Gold. Ja, ich brauche ja nur ein Gold und zwei Redstone. Ich hoffe, das ist richtig. Sonst, ach, hier habe ich auch noch 36 Eisen drin, habe ich gar nicht gemerkt. Ey. Wieso tue ich denn jetzt? Matze, was ist denn da los? Ich hoffe, es ist richtig rum. Ich glaube, ich brauche zwei Gold. Warte mal, ich glaube, ich brauche zwei Gold. Ja, mit dem Pulverweiser kann man ein bisschen schneller arbeiten. Also kriegt man ja auch immer das Doppelte an. Denkst du, ich glaube, das war zwei Gold und in der Mitte das Ding oder umgekehrt? Ich weiß das gar nicht genau. Muss ich gleich noch mal gucken. Und dann brauche ich noch Stein, Holz habe ich dabei. Redstone brauche ich und Eisen, genau, richtig. Dann kann ich das auch noch bauen, weil wir müssen ja noch einen Pisten haben. Also oben Holz, hier unten Stein, ich glaube hier den Redstone und dann das Eisen, richtig? Ne, andersrum. Ja, andersrum war das. Ah, okay, sehr gut. So, Also. jetzt habe ich schon den Pisten und ich hoffe. Das ist verkehrt. Verdammt, ich brauche doch noch eins. Okay, warte mal. Das heißt, ich brauche doch noch ein Redstone, ey, oder was hier? Hier ist was los, ey. Also muss ich doch hier ein Redstone und da und den dann machen? Ja, das sagt nicht wahr, Alter. Dann sehen wir, wir sind jetzt alle genau Bescheid. Ja, aber. Ihr Ja, Redstone gut, du noch, weißt. ein Redstone hin. Ja, Drei mal. aber guck, ich habe das gerade irgendwie verwechselt. So, und jetzt gucke ich noch mal eben, wo haben wir den denn? Da. Ach ja, Flint brauche ich noch. Oh, okay. Okay. Nein, Flint. Wir brauchen Flint. Und da muss ich mir mal überlegen. Verkauf. Nee, will ich gar nicht. So, ich hab glaube ich alles beisammen. Bumm, bumm. Den Maschinen vor ihm. Okay, Den folgte. und den Pisten. Und ich habe einen Pulverweiser, jawohl, sehr gut. Nazita Technik Profi. So, und mit was mache ich jetzt Strom? Kann dir meinen Generator geben. Brauche Ja, nicht mehr. aua. Kohle, einfach Kohle reinlegen. Okay. Und mit was verbinde ich das? Oder brauche ich das nur einfach nebenan stellen? Oder wie läuft das? Was meinst du? Wenn ich das jetzt aufstelle, brauche ich nur den Pulverweiser nebenan stellen? Oder wie? Oder muss noch irgendwelche Kabel da gemacht werden? Ja, den könntest du einfach nebendran stellen. Okay. Gut, jetzt mal wieder ab. Zum Lachen in den Keller gehen, bitte. So. Bro, die Frage ist jetzt, was kann ich jetzt noch machen? Don't Ich habe know. das Modpack ja jetzt schon durch. Wie, hast du schon Offscreen gemacht, das Modpack? Nein. Das Die ist ja Flans-Mod will übel. ich noch nicht anfangen. Also ich habe schon gesehen, man kann sogar Hubschrauber und sowas bauen. Ja, ich weiß, aber das will ich noch nicht machen. So, jetzt kann ich hier ein Glaube, ich bisschen mache mich mal Kohle. ans ME-System. Okay. Okay, dafür brauche ich einen ME-Controller, der wird Dann kann sehr ich ja schon schwierig. mal. So. Ah, okay, im Keller wird Moment. es ein bisschen laut. Gerade, es wird ein bisschen sehr laut, aber egal. Das finde ich gut. Und ich mache meine ersten Erze, beziehungsweise Ja, okay. den Dust davon. Okay. Ja, ich hole gleich mal meine Erze alle runter. Und ich bekomme auch noch, ey, Ja, Matze, du Pulverweiß holst sie Gold. runter.
Hä? Jetzt brauche ich nur noch, wo ich schneller parken kann, ist doch der Induction Furnace, oder? Och nee, ich brauche die ganze Inscriber. Okay. ME-System muss hinten dran gehangen werden. Okay, 18 habe ich. Habe ich noch irgendwas an Dings dabei? Anscheinend nicht. Gut, warte. Dann mache ich hier oben mal die ganzen Erze rein. Hallo? Danke. Hi. Ja, ich mache mal eben so ein bisschen die Erze hier klar. Die mache ich dann hier unten im Keller. Mehr mache ich dann auch nicht. Dann hole ich mal eben meine Erze von oben runter. Er holt sich die Erze runter. Egal, lass mal. Voll widerlich, der Kerl, ey. So. Den mache ich. Den. Soll ich das Holz hier auch am besten reinpacken? Ich weiß gar nicht, ich habe noch so viel Holz. Erde kann da auch rein. Hier, wo ist, habe ich Gravel hier eigentlich? Ne. Der kommt wieder woanders hin. Hast du denn schon Diamanten gefunden eigentlich? Ich habe Diamanten gefunden. Ja, stimmt, ich habe auch welche gefunden. Da hole ich mir mal Obsidian. Oder haben wir schon Netherportal? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben ja noch kein Nether. Lead Ore. Kann man den Yellow Reed auch im Dings packen? Ja, ne? Was? In den Furnace? In den Pulverizer. Ja, Pulverizer, genau. Da kann ich machen. Die Dias nehme ich jetzt mit runter und die nehme ich auch mit. Redstone lasse ich hier oben. Brauche ich ja nicht. Die Kohle lasse ich auch hier. Das Lapis lasse ich auch hier erstmal. Aber hier kann ich dieses Copper Orberry, kann ich das auch einfach im Ofen packen und dann wird da Copper raus? Copper Nuggets, ja. Ah, okay. Ja, Maxi, kannst du mal einen Wassereimer mitbringen? Ein Wassereimer? Ich muss mal gucken, ob ich einen Eimer habe. Nee. Ja, warte. Du, es ist gerade dunkel. Soll ich nicht schlafen gehen, lieber? Mir egal. Ich muss mal eben gucken, ob ich... Quatsch. Drei Eisen für ein Pottich. So, hier habe ich ein Pottich. So. Okay, warte, ich bin gleich noch nicht unterwegs. Ich probiere nur gerade. So, warte mal das. Okay. Naja, das. Diamonds. Diamonds? Wie ist das schon ausgebaut? Na, ich wollte gerade sagen. Was? So. Okay, ich gehe mal dann eben pennen. Oder bist du schon schlafen? Bist du irgendwo gerade im Dings? Ich glaube, ich kann gerade nicht pennen, weil es ist eine Spinne da. Nee, ich kann pennen. Ich kann. Ich hoffe, man hört mich in Aufnahme. Weil ich bin manchmal mit meinem Mund so ein bisschen weit weg. Das hört sich dann auch ein bisschen kacke an. Wo bist du denn in welchen? Und warum brauchst du einen Wassereimer? Ach so, ja, stimmt, ja, stimmt. Okay. Au. Okay, eine Spinne höre ich. Okay. Du bist ja ganz unten drin, ne? Ja, ganz unten. Mhm. Kannst du irgendwie herkommen? Ja, ich komme gleich. Also, na, erscheinen wir besser.
Glaub mir. Und Matze denkt mal wieder versaut. Nee. Ich könnte jetzt hier auch einfach hier zumachen, die ganze Lava. Aber dann wird es arg dunkel. Hör auf, du sprennst! Danke. Komm, ich mal bei dem Wassereimer. Danke. Da brennt er einfach, ey. Also macht er doch hier alles dunkel. Nö, nicht alles. Ja, ach so, so machst du das dann immer, okay. Weil ich nie Lava. Oh, nicht schlecht. So, jetzt habe ich dir sie zugeguckt, das geht wieder nach oben. Jetzt reicht's mir auch. Weil ich will jetzt weitermachen, meine Erze zu endlich zu pulverisieren, um die dann nachher im Ofen zu packen. Ja, stimmt, ich brauche insgesamt 10. Ja, insgesamt 10 für einen Nether. Wollen wir dann zusammen einen Nether rein, oder was? Meteoriten finden. Was willst du finden? Meteoriten. Und was heißt das? Ja, damit ich mein E-System bauen kann. Ach so, okay. Findet man den nur im Nether? Mhm. Okay. Aber im Nether habe ich noch was anderes vor. Ja, lässt du uns ja auch dran teilhaben oder eher nicht? Na, wirst du dann irgendwann später schon sehen. Werde ich irgendwann später schon sehen, Alter. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Schaut bei Tizi vorbei. Ich würde sagen, 48. Hört sich spannend an. Und was mache ich? Ich brauche einfach Obsidian ab. Lead-Ohr. Ja Leute, bei mir wird es jetzt nicht mehr spektakulär. Wie gesagt, ich mache jetzt meine Erze eben schnell fertig hier. Ah, okay, dann kann ich das Gold ja schon mal da reinpacken. Eigentlich könnte ich das Gold auch schon mal im Ofen packen. Im Ofen. So. Oh. Ja. Okay, habe ich noch mehr, aber das könnte ich eigentlich mal machen, oder? Fahren wir nach oben. Aber ich denke mal, dann werden wir auch diesen Aufnahmemarathon beenden, oder? Ich weiß ja nicht, wie viele Minuten wir haben. Ich würde sagen, wir haben eine Dreiviertel bis Stunde. So. Meinst du, dass wir schon so viel haben? Ja, klar. Ich weiß gar nicht. Wenn nicht, sag ich mal, bleib kurz noch dran, ich mach mal einen kleinen Cut. Ja, okay. Kannst du gerne machen. Ich bleib dann hier auf, ne? Und so. Ja, eine Stunde. Echt? Cool. Oh, hier habe ich schon wieder ein Pulverweißgold. Sehr geil. So, Leute. Wir haben jetzt schon 58 Minuten aufgenommen. 58 Minuten, ja, dann machen wir noch 2 Minuten, wa? Was auf jeden Fall nicht mal so schlecht ist, Herr Specht. Auf jeden. Sehe ich auch so. Aber ich werde jetzt nur eben meine Sachen pulverisieren. Und dann können wir gern aufhören. Ja, gut, ich brauche schon mal ein Netherportal. Das kannst du schon mal tun, dann können wir in der nächsten Aufnahme, wenn dann noch ein paar andere Lust haben mitzumachen, alle in Nether gehen. Wäre auch nicht schlecht, oder? Yep. Wäre mal. Dann habe ich hier erstmal meine Aufnahme für meinen Keller gebaut, die ersten Maschinen gebaut, auf jeden Fall, ist schon mal geil. Und ja, sehr schön. Läuft bei mir auf jeden Fall. Jetzt endlich mit Maschinen und dann werden wir das nächste Mal, werde ich dann einfach die Sachen hier, die ich gerade pulverisiere, werde ich dann in der nächsten Aufnahme einfach im Ofen packen und werde das dann einfach selbst schmelzen lassen. Boah, Shiny Metal habe ich gekriegt, jawohl! Sehr geil, sehr geil, aber nur ein, zwei sogar! Tja, ich würde sagen, sehr geil, sehr, sehr geil. Jetzt wäre es echt geil, so Mana-Infused-Mittel. Das wäre geil.
Gut, okay, jetzt hebt er ab. Auf jeden. So Leute, jetzt würde ich dann nochmal sagen, danke fürs Zuschauen. Positive, ich bin noch nicht fertig. Freut uns alle. Negative ist eine konstruktive Bewertung, welche gerne genutzt werden sollte, wenn es einem nicht gefallen hat. Was aber leider dann immer in den Kommentaren ausartet. Echt? Okay. Bei mir aber nie. Ja, bei mir auch nie, aber wenn ich jetzt bei YouTubern unter die Videos manchmal gucke, was da abgeht, ist es ja, ein aber bisschen feierlich. Da kann man sich sogar manchmal kaputt lachen. Aber Leute, ich bin jetzt schon wieder vom Thema abgeschweift. Danke fürs Zuschauen, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, eine negative Bewertung. Kommentare sind auch immer schön. Abonnieren nicht vergessen und bis zur nächsten Folge mit Matzi und noch ein paar anderen wahrscheinlich. Ja, ciao. Grüße. Tschüss.